Gründungsmitglied der Rockband AC/DC und dessen Rhythmusgitarrist Malcolm Young ist am 18. November 2017 im Alter von 64 Jahren verstorben. Mit seinen zwei Brüdern gründete er 1973 die legendäre Hardrock-Band. Er galt als einer der besten Rhythmusgitarristen der Welt und hat Dutzende Berühmtheiten musikalisch beeinflusst. 2014 musste er nach 41 Jahren wegen einer Demenzerkrankung die Band verlassen. Gesundheitlich ging es ihm schon seit langem nicht gut. Er bekämpfte erfolgreich den Lungenkrebs und auch mit Herzproblemen stand er dank Herzschrittmacher noch auf der Bühne. Der Musiker hinterlässt eine Ehefrau, zwei Kinder und zahllose Fans auf der ganzen Welt.